Drogenhochburg Tschechien. Seit hier im Januar 2010 die Drogengesetze gelockert wurden, wird in vielen kleinen Drogenküchen jenseits der Grenze Crystal hergestellt. Illegaler Handel und Schmuggel blühen in den Grenzregionen. Von hier aus überspült uns die Drogenwelle. Der Missbrauch hat erschreckende Ausmaße angenommen. Crystal ist billig, macht schnell abhängig und richtet einen ebenso schnell zugrunde. Eine hochwirksame Droge, die kurzzeitig Selbstvertrauen und ein Gefühl von Stärke verleiht. Abhängige vergessen zu schlafen, zu essen, zu trinken und verlieren das Zeitgefühl. Warum ist Crystal gerade bei jungen Frauen zur Droge Nummer 1 geworden? Was macht diese Droge so gefährlich? Wie wirkt Crystal im Gehirn? Und welche Folgen hat der Drogenrausch für die Abhängigen, deren Familie und die Gesellschaft? Autobahn 17 zwischen Prag und Dresden. Zollfahnder kontrollieren den Warenverkehr aus Tschechien. Lass uns hier mal schauen, ja? Die Beamten haben Rauschgiftschmuggler im Visier. 2010 hatte Tschechien die Drogengesetze gelockert. Seitdem ist das Schmuggelaufkommen zwischen Dreiländereck und Westerzgebirge geradezu explodiert. Vor allem die illegale Einfuhr von Crystal, das vorwiegend in Tschechien hergestellt wird, steigt besorgniserregend an. Das ist ein Oberflächenwischtest für Betäubungsmittel, in dem Fall für Crystal, Amphetamine und Methamphetamine. Da ist das Crystal dabei. Muss ich mal die Hände ausstrecken? Über den Schweiß auf der Haut können die Drogen nachgewiesen werden. Wurde zum Beispiel Crystal konsumiert, wird ein kleiner roter Streifen auf dem Tester sichtbar. Man sieht jetzt hier, wie der Kontrollstrich bei beiden Seiten zu sehen ist. Und es gibt eine leichte Ausfärbung bei Amphetamin in dem Fall. Könnte ein Indiz dafür sein, dass Betäubungsmittel, in dem Fall Amphetamin, konsumiert wurden. Schon eine Berührung mit Crystal kann ausreichen, dass der Tester reagiert. Der Konsum der Droge muss dann von einem Arzt festgestellt und bestätigt werden. 251. 251, okay, wir sind unterwegs. Alles klar, Wir sind gleich da. Dr. Hans-Jürgen Löffler ist im Auftrag der Polizei unterwegs. Kurz nach Mitternacht wird er nach Annaberg-Buchholz gerufen. Dort wurden zwei Einbrecher ertappt. Sie reisten aus dem benachbarten Tschechien ein. Einer der beiden soll auf Drogen sein. Der Schnelltest schlägt bei Amphetamin, also Crystal, an. Der ist schwach. Ja, schwach positiv. Die Utensilien, die die Beamten im Gepäck der Einbrecher gefunden haben, erhärten den Verdacht. Crystal kann man rauchen, durch die Nase ziehen oder spritzen. Hier wird anscheinend Letzteres bevorzugt. Die Spritzen, zwei hat er einstecken. Ja. Eine war unter Löffel mit den Einhaftungen, das war im Portemonnaie. Ja. Ja. Kristalline das Substanz, Amphetamine vermutlich, wahrscheinlich aber erhitzt. Das erhitzt in Flüssigkeit gebracht, was dann in die Zucker ist. Hans-Jürgen Löffler soll nun feststellen, wie viel er Intus hat. Immerhin ist dieser Herr noch Auto gefahren. Wir prüfen jetzt die Koordination, ob irgendwelche Ausfallserscheinungen festzustellen sind. Ne? So, mal bitte mit dem Zeigefinger. Die Koordination funktioniert einigermaßen, was nicht viel heißen muss. Um ganz sicher zu gehen, wird er schließlich zur Ader gelassen. Okay. Doch die Blutabnahme gelingt nicht sofort. Jetzt muss das Laborergebnis abgewartet werden. Dass der Herr regelmäßig Drogen spritzt, da ist sich der Arzt ziemlich sicher.
Auffällig sind schon diese völlig vernarbten Venen, ne, die mit Wahrscheinlichkeit darauf hinweisen, dass er also Konsument ist und injiziert. Denn es war, also ich musste zweimal stechen, ganz, ganz schlechte Venenverhältnisse. Und ich denke, ich kann ganz gut Blut abnehmen. Die Vermutung, der Mann ist von Crystal abhängig. Einer von vielen Klienten des Polizeiarztes. Die Entwicklungen der letzten Jahre findet Hans-Jürgen Löffler äußerst alarmierend. Die Häufung hat zugenommen. Also das ist eindeutig, dass wir also, ich habe ja manches Mal den Eindruck, dass wir mehr Amphetamin nachweisen, bei Amphetaminkonsum nachweisen, bei Fahrzeugführern, als das mit Alkohol der Fall ist. Sarah kämpft gegen diese Sucht. Seit 4 Wochen wird sie in der Fachklinik im sächsischen Hochweitschen behandelt. Sie will vom Crystal loskommen. 10 Jahre lang war sie abhängig. Drogenrausch folgte auf Drogenrausch, immer öfter. Man hat teilweise das Gefühl, dass man fliegen kann, dass man stärker ist. Man schafft viel mehr. Als Frau nimmt man mehr ab. Da ist man schön schlank und rank. Und ja, Appetit, also ich habe am Anfang gar nicht gegessen. Aus Trinken vergessen. Da kann man auch, also mein längstes, was wach war, sind 7 Tage. Crystal ist wie eine Seuche auf dem Vormarsch. Die Suchtkliniken reagieren. Allein hier in Hochweitschen wurde die Station für Alkoholkranke umgewandelt, um Drogenabhängige zu behandeln. Die Zahl der Betten ist innerhalb eines Jahres von 6 auf 20 gestiegen. Ärzten und Suchtexperten ist aufgefallen, dass Crystal im Vergleich zu anderen Drogen noch schneller süchtig macht. Es ist gefährlich, weil es innerhalb weniger Einnahmen oder nach den wenigen Einnahmen sehr schnell in eine Abhängigkeit hineinführt. Jede Droge hat ihre Zeit, heißt es. Crystal, die Modedroge der Gegenwart. Crystal macht wach, Crystal macht aktiv. Das heißt, das, was eigentlich gesellschaftlich wir leider so ein Stückchen propagieren, nämlich wach, aktiv, leistungsfähig zu sein, genau das bedient Crystal. Schön zu sein, schlank zu sein, sexy zu sein, genau das bedient das Crystal. Und demzufolge ist die Jugend natürlich schnell auf diesen Zug aufgesprungen. Das heißt, innerhalb von 5 bis 10 Minuten, ohne sich groß anstrengen zu müssen, das Befinden zu manipulieren und damit natürlich auch gesellschaftlichen Werten ein Stück zu entsprechen. Soziale Probleme, körperlicher Verfall und Crystal schädigt das Gehirn. Psychosen eine häufige Folge. Man hört Stimmen, die nicht da sind. Man fühlt sich verfolgt. Solche Filme habe ich geschoben, wenn ich bei mir auf dem Balkon gestanden habe, über die Wiese geguckt habe. Da habe ich ja sämtliche Leute stehen sehen oder so, die gar nicht da waren. Es waren am Ende Briefkästen oder sowas. Halt. Es war nachts war es richtig schlimm eigentlich. Sarah hat einen kleinen Sohn. Die Drogentrips der Mutter haben das Kind verstört und psychisch belastet. Auch für ihren Jungen hat sich Sarah in Behandlung begeben. Kinder merken, dass die Mutti geht ins Bad und kommt anders wieder raus. Das merkt man nur daran, wie dann das Kind zu ihm ist. Also mein Kleiner ist mir dann teilweise auf der Nase rumgetanzt und so. Weil er mitgekriegt hat, Mutti war schon 2 Nächte wach oder sowas. Mein Kleiner wird jetzt 7. Der hat mich auch gefragt, Mutti, willst du mal mit ins Bett kommen, schlafen gehen? Ich so, ich komme später nach und am nächsten Tag kam er raus und hat festgestellt, dass ich noch gar nicht im Bett war. Das ist ja auch, arbeitet er auch bei dem Kind. Schweißgebadet wacht er auf oder sowas, also das ist... Ja, und das will ich ihm nicht mehr antun. Heute wird Sarah entlassen. Sie hat es fürs Erste geschafft. Es wird nicht leicht, denn nur jeder Dritte schafft es, wirklich von der Droge loszukommen. Bei der Sächsischen Landesstelle gegen Suchtgefahren beobachtet man besorgt, dass das Alter der Süchtigen immer weiter sinkt und dass viele Mädchen unter den Betroffenen sind. Bei Crystal haben wir viele, die mit 14, 15, 16 Jahren anfangen. Und da sind natürlich Mädchen eher dazu bereit oder in der Lage oder auch interessieren sich dafür. Bei den unter 14-Jährigen haben wir wesentlich mehr Mädchen und bei den 15- bis 17-Jährigen auch noch. Und dann erst bei den 18- bis 19-Jährigen ist es Gleichstand. Während die Zahl der Konsumenten anderer Drogen rückläufig ist, schießt der Crystal-Missbrauch nach oben. Rund 50% Zuwachs innerhalb eines Jahres. Statistisch erfasst werden die, die eine Suchtberatung aufsuchen. Die Dunkelziffer ist viel höher. Wir werden einen weiteren Anstieg haben. Wir werden auch weiterhin weniger Heroinkonsumenten oder Hauptdiagnose Cannabis haben.
dafür mehr Methamphetamine. Die Methamphetamine, also Christel, hat auch die anderen Amphetamine, Ecstasy, verdrängt. Also in Sachsen spielt Ecstasy keine Rolle mehr. Durch seine geografische Nähe zu Tschechien ist gerade das Erzgebirge eine Crystal-Hochburg. Laut Kriminalstatistik steigt besonders hier die Zahl der registrierten Fälle. Jeder zweite Jugendliche in dieser Region soll schon mit Drogen in Berührung gekommen sein. So wie Stanley und Jens, die wir 2010 zum ersten Mal besuchen. Jens ist schon seit langem abhängig, Stanley zu diesem Zeitpunkt gerade clean. Und jetzt? Ja, und jetzt brennt es ein bisschen. Und dann macht seine Wirkung halt. Wirst wach, hast keinen Hunger mehr. Also solche Geschichten. Warum machst du das? Weil es mir Spaß macht, nie zu schlafen. Crystal bestimmt sein Leben. Aus seinem Job als Holzverarbeiter ist er rausgeflogen. Nur mal auf Arbeit gegangen, keine Lust mehr. Anderes war wichtiger als das. Weißt du mal. Ja, vergessen. Kommt mir schon vor, einfach mal vergessen, auf Arbeit zu gehen. Geschichten. Wie vergisst man, auf Arbeit zu gehen? Indem man auf die Uhr guckt, dann ist es zwischen früh um 3 und dann guckt man wieder auf die Uhr und dann ist schon Nachmittag um 4 oder was. Den Weg in ein geregeltes Leben plant er nicht. Hilfe durch seine Familie lehnt er ab. Ein Absturz auf Raten. Was sagen deine Eltern dazu? Ist mir egal. Hast du noch Kontakt zu denen? Zu meiner Mutter, ja. Was sagt deine Mutter? Ja, mir egal. Das nicht gut ist, dann aufhören, aber geht da nicht raus. Weil es mein Leben, ich mache damit, was ich will. Und gut. Wie machtlos in einer solchen Situation Eltern sind, weiß Ina R. Auch sie verlor ihre Tochter an die Droge. Seit langem ist der Kontakt abgerissen. Als das Mädchen 18 Jahre alt war, begann das Drama. Aufgefallen ist es mir vor allem durch den unglaublich hohen Gewichtsverlust. Das sind über 20 Kilo gewesen. Sie ist jetzt kränklich, absolut unzuverlässig und sie lügt. Sie lügt und lügt und lügt. Innerhalb weniger Wochen wurde aus einem gesunden Mädchen eine hagere Süchtige. Bemerkt hatte die Mutter die Veränderungen, als sie aus einem Urlaub zurückkam. Bis zu diesem Zeitpunkt leben beide noch unter einem Dach. Schnell zieht sich die Tochter immer mehr zurück in ihre eigene Welt. Ich bin nach Hause gekommen und hatte aus meiner Sicht ein verändertes Kind hier. Es ist überhaupt keine Teilnahme mehr an einem gesellschaftlichen Leben möglich, weil sie an nichts festhalten kann. Die ganzen Freundschaften werden vernachlässigt, die Freunde wenden sich ab. Es gerät alles aus dem Ruder. Ein gutes Elternhaus, ein funktionierendes Umfeld. Und trotzdem gerät das eigene Kind in den Drogensumpf. Liegt der Fehler bei Ihnen, dass Ihre Tochter Crystal nimmt? Das ist immer die gefürchtete Frage, die, denke ich, jede Mutti sehr trifft. Die mich sehr lange beschäftigt hat, durch viele Nächte hat weinen lassen, die mich gequält hat. Ich bin nach 2 Jahren der Meinung, dass ich eine gute Mutti gewesen bin und dass im Rahmen meiner Möglichkeiten ich auch alles dafür getan habe, dass es ein glücklicher Mensch werden kann und dass er eigentlich fähig ist, sich innerhalb gesellschaftlicher Normen zu bewegen. Leider ist das eben ihr Lebensziel nicht mehr. Und das hat sich durch das Crystal verändert. Schlagartig. Dass sich mit der Droge das Verhältnis zum eigenen Körper dramatisch verändert, erzählt uns auch Jens. Crystal hat bereits seine Nasenscheidewand zerfressen. Und die Zähne müssen nach und nach dran glauben. Mir fällen zu. Einer fällt mir, bis jetzt. Die fallen irgendwann aus, ist klar, weil jetzt Crystal lagert sich in die Zähne ab. Aber sonst. Hast du viel Karies oder? Nee, das nee, aber irgendwann gelben die Zähne nach und wenn du Apfel oder sowas isst, brechen sie da aus. Ein ganz normales Schauspiel. Stanley schaffte den Entzug im Knast.
Ohne Crystal wäre er dort nicht gelandet. Die meisten Abhängigen werden irgendwann kriminell. Nur eine Frage der Zeit. Waren schon seine 6 Euro am Tag. Ja, wo nimmt man das Geld her? Beschaffungskriminalität. Und? Wie? Hehlerei, Einbrüche, Diebstahl. Was halt so anfällt. Was? Damit man ans Geld kommt. Was hattest du alles auf dem Kerbholz? Was hast du alles gemacht? Also im Gefängnis war ich wegen Hehlerei, Eingriff in den Bahnverkehr und Einbrüche. Und ich habe aber auch Körperverletzungen, halt auch durch Drogen wird man aggressiv, alles habe ich Körperverletzungen. Eigentlich so alles der Bank weg. In diesem geheimen Keller befindet sich eine der zahlreichen Asservatenkammern des Dresdner Zoll. Hier werden sichergestellte Dinge bis zum Abschluss von Ermittlungs- und Gerichtsverfahren eingelagert. Das ist alles Crystal. Das ist natürlich eine größere Feststellung gewesen. Und das heißt, das hat auch jemand geschmuggelt, nicht zum Eigenbedarf, sondern hier steckt wirklich ein Dealer, ein Händler dahinter, der das Ganze dann hier in Deutschland portioniert und weiterverkauft. Das sind zum Teil zentimeterlange Schiefer, richtig große Teile. Also nicht so portioniert, sage ich mal, wie wenn das jetzt ein Konsument für sich selbst im Grammbereich, im Milligrammbereich kauft, sondern die Kristalle sind wirklich zum Teil so groß. Die Zollfahnder beobachten einen neuen Trend. Die Dealer werden immer dreister und locken künftige Drogenkonsumenten mit kleinsten Probiermengen. Wir wissen auch, dass es oftmals schon vorbereitete Mini-Tütchen gibt, wo das Crystal sehr klein gemacht wurde und den jungen Leuten angeboten wird, doch einfach mal um die Ecke zu gehen und selbst die Qualität zu probieren, indem man es vor Ort konsumiert. Wir wissen, dass es zunehmend Abhängige gibt, die sich Crystal auch spritzen. Und auch hier haben wir schon Feststellungen gehabt, dass auf dem Markt bei dem Händler direkt aufgezogene Spritzen schon verkauft werden. Wir fahren nach Tschechien. Gleich hinter der Grenze blüht schon seit Anfang der 90er Jahre auf den sogenannten Vietnamesenmärkten der Handel, auch mit illegalen Waren. Wie leicht ist es, Crystal zu bekommen? Wir fragen nach C oder C, greifen uns auffällig an die Nase. In der ersten Bude gibt man sich ahnungslos, doch wir werden gleich 10 Meter weiter zum nächsten Stand geschickt. Haben Sie was für die Nase? C? C? Ne? Okay. Nicht? Ich bin keine Polizei. Haben Sie was da? Was da? Ja? Das Versteck wird mit einem Messer geöffnet. 3 Gramm sind in einem Hohlraum des Regals versteckt. Dann geht's gleich ums Geld. Gut, weit hinten. Gut, weit hinten. 100. 90? 95. 95. 95? Kann ich schon mal sehen? Okay. Fast ohne Risiko und für relativ wenig Geld könnten wir Crystal sofort kaufen. Wir geben vor, dass wir später noch einmal wiederkommen würden. Die Kameraaufnahmen zeigen wir Heike Wilsdorf vom Zoll in Dresden. Das ist unglaublich. Ein typisches Beispiel, wie es funktioniert. Es zeigt eigentlich ganz deutlich, dass es wirklich mit wenig Aufwand und mit einigen Sätzen für jedermann möglich ist, an das Zeug ranzukommen. Hersteller und Händler des Rauschgifts sind meist dieselben Personen. Das macht Crystal im Vergleich zu anderen Drogen so billig. Es muss nicht erst mühsam aus Kolumbien oder Afghanistan hergeschmuggelt werden. Zwischenhändler, die die Droge strecken und auch noch verdienen wollen, fallen weg. Zweiter Versuch hinter dem Grenzübergang Zinnwald.
Tatsächlich ist es auch hier leicht, an die Droge zu kommen. Das Crystal ist in einer Jacke versteckt, die eigentlich zum Verkauf angeboten wird. Ein Gramm kostet 30 Euro. Ausreichend für ein ganzes Wochenende im Drogenrausch. Dass das Problem auf tschechischer Seite bisher nicht in den Griff zu bekommen ist, hat auch mit dem Personalabbau bei der örtlichen Polizei zu tun. In Horní Folmava an der Grenze zu Bayern will man sich damit nicht abfinden. Vladimír Kuranda, der Bürgermeister, führt seinen eigenen Kampf gegen Crystal. Zuerst sind hier die Zöllner abgezogen worden, später auch die Polizei. Und diesen Freiraum haben dann die kriminellen Elemente für sich erobert. Die hatten auf einmal Platz hier, denn es gab hier nicht mehr die Überwachung wie zuvor. Und aus diesem Grund haben wir von der Gemeinde gesagt, ja, wir finanzieren eine Polizeistation. Jahrelang kämpfte er um eine Polizeistation. Seit letztem Jahr gibt es sie endlich. Haben Sie bei Ihnen Drogen, Marihuana, Crystal? Das rigorose Vorgehen lohnt sich. Täglich patrouillieren nun die Beamten auf diesem Markt und schrecken Händler und Kunden ab. Dass der Drogenhund heute nichts findet, bedeutet nicht, dass es hier kein Crystal mehr gibt, sondern dass es jetzt besser versteckt wird. Wir versuchen ihnen das Leben so schwer wie möglich zu machen und so viel wie möglich aufzudecken. Aber es wird für uns immer schwerer, weil sich die Dealer natürlich auch darauf einstellen. Vier Beamte und ein Hund. So können sie in Horní Folmava vielleicht eine Schlacht gewinnen. Doch den großen Kampf gegen das Rauschgift wird Tschechien wohl verlieren. Wir fahren weiter nach Prag. Hier heißt die Droge Pervitin und ist schon seit vielen Jahrzehnten ein Problem. Es ist relativ leicht herzustellen und soll schon früher dazu gedient haben, den grauen Alltag leichter ertragen zu können. Wir treffen uns mit einem Mann, den wir Mirko nennen. Er hat schon in den 80er Jahren Crystal hergestellt und saß deswegen im Gefängnis. Er zeigt uns in einer ganz normalen Küche, wie die Droge produziert wird. Durch einfache chemische Reaktionen wird aus Hustensaft, Abflussreiniger und Batteriesäure das gefährliche Gebräu. Es ist leicht herzustellen, weil man erstens nur wenige Elemente dafür braucht und zweitens ist es nicht anspruchsvoll, was die Laborausrüstung betrifft. Ich erhitze das jetzt auf genau 127 Grad, damit durch die Säure und Phosphor und Ephedrin das Methamphetamin entsteht. Nur 20 Minuten dauert der Vorgang und fertig ist der Stoff, der so schnell abhängig macht. Hier werden allerdings wirkungslose Substanzen verwendet. Drogenköche brauen ansonsten, was die Kundschaft bestellt. Es ist ein Unterschied, ob man die Droge rein oder gestreckt nimmt. Ich weiß, dass es den Leuten am meisten Spaß macht, wenn sie das zum Beispiel intravenös nehmen. Also in die Vene spritzen, dann schießt sie das in den Kosmos. Und sie sind groß, riesengroß, 3 Meter. Und sie haben Spaß, sie sind der Klügste. Einsatz gegen organisierte Rauschgiftproduzenten. Hier stürmt die tschechische Polizei eine Drogenküche. Fast 300 solcher illegalen Labore haben die Beamten 2012 ausgehoben. Dabei wurden tonnenweise Drogen und Grundsubstanzen sichergestellt. Trotzdem sind die Einsätze nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es gibt immer mehr Nachfrage nach Methamphetamin. Das heißt, es steht viel Methamphetamin für Crystal zur Verfügung und natürlich die Märkte in den Grenzbereichen sind, muss man sagen, voll. Das heißt, die Hersteller und die Dealer, die suchen natürlich neue Märkte. Piotr Kocsi von der Nationalen Antidrogenzentrale ist Tschechiens oberster Rauschgiftfahnder. Wenn es so leicht ist, Crystal zu bekommen, müsste es doch einfach sein, die Dealer zu verhaften. Es ist nicht ganz einfach, die Beweise zu bekommen, um dann die Leute in den Knast zu bringen. Weil es wäre sehr einfach, 3 Gramm einzukaufen. Dann welche Strafe bekommt er dafür? 3 Wochen oder sonst was? Das klingt schon beinahe resigniert. Dann haben unsere Kollegen einen großen Einsatz durchgeführt. Es wurden 6 Vietnamesen festgenommen. Und unsere Leute schätzen, dass nach 6 Monaten Arbeit dann
weitere Monate zur Beweissicherung. Nach 3 Wochen ist dieser Markt wieder voll von Methamphetamin. Und somit reißt der Nachschub in Deutschland auch nicht so schnell ab. Hierzulande kann man fast nur hilflos zusehen. Fast. Die erste Zollkontrolle an diesem Morgen ist gleich ein Volltreffer. Die Zöllner finden einen Beutel mit verdächtigem Inhalt. Der Schnelltest gibt die Gewissheit. Crystal, ganz frisch vom Hersteller aus Tschechien. Der Marktwert dafür liegt bei mindestens 5.000 Euro. Also mit Verpackung ca. 60 Gramm. Das ist viel. Das ist viel. So, ja, jetzt ist im Prinzip ist das ein Probeentnahmespatel. Und jetzt nehme ich hier im Prinzip mal eine kleine Menge davon hier rein. So. Stoßen wir das mal nach innen durch hoffentlich. So, und da sehen Sie hier, wie sich diese Substanz hier drin, das ist diese Nachweissubstanz, orange verfärbt. Und dafür ist es halt für uns Crystal. Ein großer Erfolg für das Hauptzollamt Dresden. Für den 24-Jährigen endet hier die Reise. Bei dieser Menge muss er nun mit mehreren Jahren Gefängnis rechnen. Für Heike Wilsdorf vom Zoll endet der Kampf gegen Crystal nicht nach dem Einsatz gegen die Schmuggler. Regelmäßig geht sie in Schulen und erzählt von ihren Eindrücken. Hier an einem Gymnasium im grenznahen Bautzen. Diese Droge ist so gefährlich, dass man auch probieren nicht schadlos übersteht. Es gibt keinen risikofreien Gebrauch von Crystal. Ich kann nur an euch appellieren, prägt euch diese Sätze bitte ein. Von mir aus werdet Gummibären, Junkies oder sonst irgendwas. Aber Hände weg von diesem Zeug. Crystal ist keine Milieudroge. Nach den Erfahrungen von Heike Wilsdorf sind die Konsumenten in allen Bevölkerungsschichten zu finden. Es kann jede Familie treffen. Das Mädel war 14. Wir haben die Mutti angerufen und haben gesagt, wir wissen, dass ihre Tochter Rauschgift am Körper trägt. Wir brauchen das Einverständnis zur körperlichen Durchsuchung. Können Sie herkommen? Da sagt die Mutti, nein. Ich bin Polizistin auf dem Revier sowieso und habe bis 22 Uhr Dienst. Ich kann hier nicht weg. Billig und gefährlich. Die Droge ist hochprozentig und macht deswegen extrem schnell abhängig. Als wir vor 4 Jahren in der Suchtklinik in Zschopau sind, treffen wir Sina. Die damals 18-Jährige hatte sich selbst in die Klinik eingewiesen. In 3 Wochen will sie entgiften. Und wie haben Sie gespürt, dass Sie süchtig werden, dass Sie da drauf, dass Sie nicht mehr wegkommen davon? Was war denn das für ein Gefühl? Ich bin früh aufgestanden und habe gesagt, ich muss jetzt eine Bahn nehmen, damit ich wieder gut drauf bin. Mhm. Weil wenn ich nicht hatte, dann war ich wieder negativ drauf, war schlecht gelaunt, habe Leute angemacht, war aggressiv. Mhm. Und wenn, dann bin ich aufgestanden und habe mir gleich was fertig gemacht. Ja. Also praktisch hat sich das ganze Leben nur um diese Suchtmittel gedreht. Ja, genau. Sie konnten gar nichts anderes mehr. Ich habe keine Perspektive mehr gehabt. Ja. Es ist nicht Sinas erste Entziehung. Hier soll sie vor allem lernen, sich nach der Therapie im Alltag zurechtzufinden. Die Gefahr, vom alten Umfeld wieder in den Sumpf aus Drogen und Party gezogen zu werden, ist groß. Und das ist auch ihre größte Angst. Ich brauche einfach nur einen Halt, sage ich mal. Ich brauche wirklich eine Perspektive und einen Halt. Ich habe sehr so eine Angst, wieder nach Hause zu gehen, in meinen alten Freundeskreis. Ich denke jeden Abend darüber nach, so, und jeden Tag eigentlich, die ganze Zeit. Und ich kenne ja fast alle Junkies, alle Drogenabhängigen dort. Und man, es ist ja schlimm auch, Leute, ich kann das einfach nicht so Leute ignorieren. Ne? Ich kann dann nicht an denen einfach vorbeigehen und sagen, ich kenne dich nicht. Ne? Man geht ja auch hin und sagt Hallo und dann geht's wieder los. Na, kommst du mal mit, so, ich hab was, so. Da muss ich gucken, dass ich stark bleibe und ich Nein sage. Eine gute Nachricht zum Schluss. Wir haben Sina wiedergefunden. Sie lebt jetzt in einem anderen Bundesland, hat eine Ausbildung in einem Baumarkt gemacht. Crystal hat sie nie wiedergenommen.